Morgen alle zusammen und liebe Grüße aus Erfurt. Heute bin ich mal wieder in der Gäraau unterwegs. Habe meine leichte Fußverletzung gut überstanden. Jetzt haben wir einen kleinen Blick auf den Mühlgraben. Der fließt hier unten. Aber da mache ich mal ein extra Video über den Mühlgraben. Da habe ich mir nämlich was Schönes einfallen lassen. Richtung Gera, also zur Gera, nicht nach Gera, sondern zur Gera. So wie es aussieht, lässt der Regen auch nach. Das ist schon was Feines. Auf dem Mühlgraben, habe ich gesagt, da kommt noch ein extra Video. Da habe ich mir was Schönes einfallen lassen. Jetzt laufen wir runter zur Gera. Jetzt hat sie ein bisschen mehr Wasser. Es hat ja glücklicherweise immer wieder geregnet. So, jetzt stehen wir unten. Wie gesagt, es sind auch Fische drin. Jetzt kann ich das eher klömen als wie das letztes, wo die kaum noch Wasser hatte. Hätte ich jetzt mal auf die andere Stelle gehalten, hätte ich jetzt gesehen, hier ist gerade eine Forelle gesprungen. Aber das werden wir noch irgendwann mal festhalten können, denke ich mal. Aber die hat schönes, klares Wasser, wenn man das mal so sieht. So sollte das ja eigentlich auch sein. Bin ich wieder auf so einer Art Hochwasserschutzdamm unterwegs. Bei unserem ursprünglichen Weg können wir nicht laufen, weil die hier alles umbauen wegen der Buga. Da wird die ganze Gera auch hier vorne umgebaut. Aber ich finde, der Weg hier ist auch schön. Vielleicht sogar noch ein bisschen besser.
Ja, der Hochwasserschutzdamm, der zieht sich jetzt. Ich denke mal so 2 Kilometer werden es wohl sein. Bis zur neuen Brücke an der Gera. Gera, das sind natürlich auch Angelgewässer, ja. Bloß mal so nebenbei am Rande. Stehe ich unten. Hat sogar jemand Tauben. Von dem Hochwasserschutz dann. Jetzt läuft ich praktisch daneben rum. Der einsame Apfel. Da hängt noch einer. Aber sein Bruder sieht nicht so gut aus. Den hat schon stark zugesetzt. Ein Blick zur Gera erhaschen. Ja, wir sind jetzt hier mitten im Gelände. Na, so risch will es doch nicht aufhören mit regnen. Shelly, das gefällt dir, wa? Das ist ein richtiges Mopswetter. Wenn es zu warm ist, da haben die zu tun. Zumindest der helle Mops. Der kleine nicht. Aber das ist jetzt das Wetter für die. Da blühen die förmlich auf. Da brauche ich auch nicht groß zu drängeln. Wenn es da rausgeht, raus, da geht's raus. Da kratzen die schon an der Türe. Wir haben jetzt auch schon ein paar Kilometer hinter uns. Diese Mops wie die. Das macht ja nichts aus, gar nichts. So, jetzt sind wir wieder fast unten an der Gera. Aber wir kommen jetzt noch mal direkt runter. Da kriegst du auch ein bisschen Fließgeschwindigkeit, weil da sind so ein paar Fischtreppen oder Staustufen oder was sie da gemacht haben. So richtig kann ich das auch nicht definieren. Aber das ist ja auch egal. Hauptsache wir sehen was. Warum sie das denn so oft gestapelt haben, das weiß auch keiner. Jetzt haben wir hier so einen Weg. Und da kommen wir direkt runter an die Gera. Muss ich bitte aufpassen. Die Steine können ja glatt sein. Es reicht jetzt erstmal mit dem Fuß. Wie ihr das seht, es hat geregnet, da hat sie gleich wieder eine Fließgeschwindigkeit. Aber glasklar ist er. Glasklar.
So, ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen gefallen, weil meine Morgenrunde ist hier zu Ende. Ich laufe jetzt noch durchs Dorf, aber da gibt es ja groß nichts zu gucken. Dann danke ich euch alle. Wie gesagt, ihr könnt gerne meinen Kanal abonnieren.